in the shacks. Energy. Eines Bruders Hüter. Wallace Keeper. Kapitel 21. Willkommen, Leute. Und damit herzlich willkommen zu, ich mich jetzt gespoilert habe, zum vorletzten Kapitel. Aber ich habe mal geguckt, wie viel es gibt. Also es soll 22 geben. Plus, minus, Prolog. Mal gucken. Schauen wir mal. Mit ganz mutigen Schritten, traurigen, dem Ende entgegen. Ich weiß absolut nicht, was kommen wird. Was, wer, wieso und warum. Wie es enden wird. Ich bin ein bisschen neugierig, aber auch ein bisschen, naja. Ich hoffe, es kommt irgendwann nochmal ein Drake raus. Sollten wir hier heil rauskommen. Ach, vielleicht gibt es auch ein Happy End und er hört auf mit dem ganzen Scheiß an. Lohnt sich natürlich ein weiterer Teil nicht, ist klar. Dann müssen wir jetzt seinem Bruder weiterspielen. okay. Ja, genau, hab ich auch gerade gesagt. Okay. Wo sind wir hier? Alter. Das ist doch mal ein geiles Bild, oder? Oder nicht? Ha, der verdeckt die ganze Sonne. Geile Scheiße. ja, schade. Fehlt mir eine bessere Einstellung. Er steht immer an der Hütte. Ist immer blöd dafür, das Thumbnail zu machen, weil der Text in der Mitte ist. Naja. Wo sind denn eigentlich die bösen Leute hin? Oder gibt es einen Punkt? Hey, so? Was ist das? Fußspuren. Sam! Sammylein! Verdammt! Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Ich bin sicher, du hast ihn verpasst. Und du hast die Stock im Arsch. Ja, so sieht das aus. Run. Jump, jump, jump. Und run. Dann geht's rein. Vermute ich. Mal zu dem gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja. Ey. Morgen werde ich über all das lachen. Der gruselige Berg, der hat uns die ganze Zeit im Spiel angelacht. Das ist ja eigentlich schon fauxpas gewesen, da nicht hinzugehen, aber was der gar nichts damit zu tun hat. War wie so ein Art Markenzeichen der Insel, ne? Auf der einen Seite, wie cool, dass wir jetzt doch hinkommen. Auf der anderen Seite, das ist eine gute Idee. Ist. Gut, er wollten ja gar nicht mehr. Was denn du, Jack? Jack, sag ich schon. Was machst du, Jack? Da hinten kann man lang. Man kann aber auch hier hoch. Man kann auch wieder da runter. Kommen jetzt wieder böse Leute oder warum gibt es hier so viele Möglichkeiten? Komm da hoch. Aha, macht er nicht. Jetzt, wenn er wieder Fußball hat. Fußball da. Da gibt es bestimmt ein paar versteckte Ecken, wo man eventuell. Ich schätze nicht. Eventuell. Ich sehe jetzt auch nichts blinken. Auf die Schnelle. In die Ecken kann ich leider nicht gucken. Ist dann aber auch egal. Und dann wieder. Mal los. Zurück auf der Spur. Fußspuren enden hier. Ja. Aha, hat sich wieder rumgeschwungen. Kleiner Tarzan. Ja. Oh, komm schon, wo ist der hin? Hat's, da geht's auch schön tief runter. Da die ganzen Häuser. Alter, ist das immer noch New Devon? Muss ja. Da ist das Schiff. Alter, wo wir rumgekraxelt sind. Ohne Worte, ohne Worte. Geh hinschwingen und zurückschwingen und da ran, oder wie? Was denn, der Baum fällt ab. Sag ich doch. Pft. Ist das ein Reif? Alter. Echt jetzt? Das kann man doch noch nicht verfehlen, Alter. So kann man es auch aufhören. Alter, was geht ab? Muss ich etwa ein Stück gehört hätten? Keine Möglichkeit, ne? Dann mal los. Zurück auf der Spur.
Fußspuren enden hier. Die kann ich. Okay, ich höre einfach mal auf zu schwingen und gehe ein Stück höher. Ja, komm. Dann mal los. Die Fußspuren zurück auf der Spur. Runter ist noch nicht die Fußspuren enden hier. Ja. So, wohl da hoch, Junge. Ach so. Komm schon, wo ist der hin? Wird doch nicht geflogen sein. Ah, das war eine bessere Idee. Ein Stück hochklettern. Und dann klappt das auch mit dem Nachbarn. So, so. Nix, Schätze. Nix, nix, nix. Bein. Geiler Ausblick. Alter. Das wurde des Bruders 20.000 Mal gestorben. Mehr? Ja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich dich noch umbringen. Läuft bei dir. So, jetzt ist es kurz und schmerzlos hier. Verdammt nochmal! Mal durchrennen können. Rein, raus. Ah. Komm gleich drumherum. Gab's hier noch ein geiles Picture? Cliffhanger Picture, oh, cool, aber es passt jetzt gar nicht zur Story. Ich habe auch viel mehr Wallpapers gemacht eigentlich als ich brauche. Ich muss mal ein paar aussuchen. Was ich von für die Thumbnails. Ja, soll ich sagen. Ich dachte, jetzt geblinkt. Aber ich sehe ja eh mehr blinken, als sein muss. Und dann okay. Over and never. Was ist das? Lagerfeuer. War nicht von uns. Oh. Oh. Und hier. Oh. Alter. Dschungel über Dschungel. So? Dann sieht sich jetzt auch nicht verändert. Der alte Entdecker hier. Apropos Entdecker. Das ist doch nicht Avery. Oh, das ist Burns Enkel. Burns Enkel? Forgive me. Okay. April 18.8. Weile her. Obwohl ich Hayes Kugel erfolgreich aus meinen Oberschenkel entfernt habe, eitert die Wunde und das Fieber hat nicht nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet, um Aries Schatz zu finden, und ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein, mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus, das Fieber wird sinken und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burness, das in den Büchereien neben den größten Abenteurern der Geschichte stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein. Aber letztendlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Claire, vergib mir. Das wollte ich nur wissen. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Boah. Du hast es fast geschafft. Harte Worte. Harte Worte. Yeah.
Mehr Fußspur. Ja toll, krieg gleich Drehwurm, Alter. Ja mei. Tja, dann mal rein. Gehen wir mal wieder zum Höhlenforscher. Ab ins Dunkle. Hey, Sam! Ich weiß nicht, ob Schrei noch eine Option ist hier. Hm? Oh. Steckt da mal wieder ein offensichtlichen Schatz, Jungs. Kein Bock auf so. Wow, ein fetter Adler. Oder Vogel. Was gibt's hier? Nebel des Grauens? Ah, warum? Alter, du bist immer schocken. Hat's gesehen. Wir haben nur nach unten geguckt. Scheiße. Assis. Scheiß Programmierer. Kann ich machen. Nee, war toll. Hab das super gemacht. Ein Schiss mehr in der Hose. Okay. Tja. Gut, dass man hier ein bisschen selber reden kann. Und ich ziehe wieder Fußspuren. So, da werden wir. Mal wieder. Matsch, matsch, matsch. Okay. Okay. Dann mal los. Okay, du bist gerutscht. Yeah. Ich mach mal nix. Ich mach mal nix. Doch, ich springe wieder. Was wäre denn da passiert? Ja, außer Hals und Beinbruch. Vielleicht nix weiter. Sendet, dass er mir noch einiges ganz gelassen hat. Hat ich da gerade was gesagt? Scheiße, ey. Ich sehe halt am besten die Schnauze. Kann ja nicht mal so. Alter. Ein bisschen Angst. Nett. Wir wären vielleicht ins Wasser gefallen. Oder tot. Naja, eins von beiden. Jetzt weiter. Keine Ecke oder so. Blinkt's. Nix mehr versteckt, Leute. Oder? Wo geht's hier lang? Ha! Ja, die Kreise drehen sie gerne hier in den Spielen. Assis! Alter. Wer hat noch gesagt? Lässt mir was Ganzes, ich mach's kaputt. Sollen wir wieder zurückkommen? Ich sehe schon. Wir müssen ins fliegende Flugzeug springen. Mob zurück wollen. Okay. Also wir klettern nach oben wieder. Hoch, runter, Alter. Ist ja wie ein Cheatcode. Ach da. Gut, dass wir uns nicht mit irgendwie mit wilden Tieren oder sonst irgendwas bis jetzt zu tun hatten. Und schon rennt da eine Schildkröte lang. Also, ich darf echt nichts mehr sagen. Oh. Roche des Todes greift gleich an. Bloß raus hier. Schatziger! Ich hab die Hälfte der Trophäen der scheiß Dinger gefunden. Du bist ein Noob. Du kannst nix. Du findest nix. Du kannst nix. Tomaten nach oben. Ha. Ich hätte nach unten zu gehen. Ich will nicht runter. Wisst ihr das eigentlich? Yeah. Oh. Ich dachte, ich drücke es einmal ein bisschen. Ich drück mal ein bisschen später. Oh Gott, das ist schwerer als es aussieht. Stück weiter rechts. Alter, wie ich denn sonst rüberkommen soll. Ah, endlich. Bis du mir das Rüberkletter Zeichen gibt. Es gibt Rüberkletterzeichen, scheiße. Ah. Na endlich. Geronimo! Ich weiß nicht, wohin. Ich hier los. Oh. Mein Bruder war ein verrückter Hund. Okay. Ein verrückter Hund. Ich kann das schaffen. Oh, verdammt. Ja.
Alter! Das ist das erste Mal. Komm, komm, komm. Boah. Hoch, hoch, hoch. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab's geschafft. Ja, Alter. Alter. Und in einen Mast wären wir ziemlich im Arsch. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Kenn ich. Geht in manchen Spielen mir auch so. Oh, für den ist das Real Life, Alter. Real und Life und so. Na komm, häng dran. Das ist eine Option, also häng ich's dran. Wir gucken mal, kommt es nach unten? Nach unten? Ich glaube, wenn ich die Steine runterschmeiße, würden wir ja nicht hören, wenn das aufkommt. Oben kommen wir aber auch nicht. Tja, dann machen wir mal kurz einen auf. Ah ja. Oh mein Gott, das ist Avery's Schiff. Da haben wir ein geiles Schiff. Naja, ohne nicht so geiles Subnail. Alter. Ich finde das zwar geil, aber ich glaube, ab einer bestimmten Geschwindigkeit rastet mit dem Ding da unten. Ja, vielleicht auch geil mal zu sehen. Vorhin habe ich es ja mit Absicht extra ein bisschen später gemacht, um ein bisschen Speed drauf zu kriegen und dann. Oha. Rechts. Loslassen und wieder hacken. Loslassen, loshacken. Kommen wir nach rechts. Natürlich immer nach rechts drücken dabei. Ich weiß nicht, wie man es sonst machen sollte. Oh, irgendwie klappt das schon. Oh. Ja, darüber. Drake. Drakey Baby. Alright. Und jetzt runter. Alter, wie soll ich denn da hochkommen? Okay. Puh, ich dachte, man soll nach oben. Kann man denn jumpen? Geht aber nicht. Okay, okay, okay. Okay. Hoch und oben sind wir. Okay. Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen? Wie weit muss man denn jetzt noch? Leute. Oha. Geile Scheiße. Das sieht so. Naja, dann machst du das im Arsch. Alter, wie wollten wir hier rauskommen? Gar nicht mehr, oder? Das goldene Schiff. Prunk und prachtvoll aus, anstatt mega gefährlich und düster und abschreckend. Oh, Scheiße! Das war viel zu knapp. So viel zu knapp? Wir hatten schon so knappere Sachen, muss ich sagen. Mit dem Lichtwinkel mal nochmal gucken. Oh, das blau-grün im Wasser, das sieht geil aus, finde ich so. Tukis! Richtig dark Tukis. Sieht schon geil aus. Das ist wohl mein Weg runter. Hält man nicht. Wie geht's weiter? Wie geht's? Oh Gott, komm schon! Ey, was jetzt? Ja. Nee, nicht schon wieder tauchen. Nicht schon wieder im Wasser sterben. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Nur mal ganz kurz, Leute. Eine Ehrenrunde. Weil hier alles immer so schön rund ist. Ja.
blinkt irgendwo was. Na gut. Leider nicht. Nur. Wir sind da noch rechts. So nice, also unter Wasser zu sehen, ist verpassen, aber das die Schönheiten. Oh, über Wasser. Kann ich einmal stehen, aber Junge. So, was haben wir hier noch? Oh, ja! Hier sind es noch einer, ey. Eine olle Kiste. Machen wir jetzt nicht auf. War schon hier mal zum Morgen. Ich möchte wieder zu Hause sein. Mit Drake. Ja, aber echt mal, wir müssen jetzt hier durch, oder? Technisch. Da oben ist ein. Da kommen wir halt. Da Axt, wie kommen wir jetzt zu dem verkackten Schiff, Alter? Sind wir bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Die haben sie von. Beeilen, holen wir die anderen noch ab. Haben sie gefunden. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, Ma'am. Ja. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam, oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. Alter. Mal wieder ein Lauscher die Liege gemacht. Und du bist ein Tauchen. Gluck, 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 gluck. Doch, 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 tauch. Bock mal auf Tauchen jetzt. Lass mich ja raus, Alter. Ich muss weiter. Das ist aber mal gut hier. Ein bisschen kommt noch Hai hier. Scheiß Ohr. Dealen muss dann. Das wär's ja noch, ey. Oh, es ist echt mal wirklich nichts anderes außer die Hauptlinie, die dieses Mal alles zerstört hat. Das Ende eines Diebes.
Leute, ist damit der Drake gemeint? Der Bruder von Drake? Die anderen? Oder meinen die einfach nur Avery? Wir werden es sehen. In der letzten und, denk mal, im letzten Kapitel und letzten Folge. Also, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nathan Drake. Dieser zweitklassige Dieb. Der Kopf und Kragen für einen Schatz riskiert. So kennt man mich wohl. So wird man sich an mich erinnern. Aber so bin ich nicht. Uncharted 4. For the players.